wir sind hier in der Schulung Product Lifecycle Management. Product Lifecycle Management ist ein Konzept, welches Methoden und Werkzeuge bereitstellt, in der Produktentstehung digital zu arbeiten. Das heißt, wenn ich Produkte entwickle, erzeuge ich ja Daten, beispielsweise CAD-Modelle oder andere Pläne, Zeichnungen, die miteinander verknüpft werden, alles digital. Und diese gesamten Prozesse und Werkzeuge, wie die zusammenwirken, um am Ende dann auch ein Produkt fertigen zu können, das macht Product Lifecycle Management. Was auf die Teilnehmer zukommt, was sie erwarten können, sie werden eine Grundausstattung erhalten bezüglich PLM, also die Konzepte, die dahinter stecken, was Prozesse angeht, was IT-Lösungen angeht, was aber auch Organisationen angeht. Und sie lernen auch am System, das ist ganz wichtig. Sie lernen nicht nur die Theorie, sondern dadurch, dass sie am System arbeiten, kriegen sie einen tieferen Einblick in diese ganzen Konzepte. Wir richten uns damit an Personen, die zum einen komplett neu im Thema PLM sind, aber andererseits auch bereits Erfahrungen haben und sich dazu nochmal eine fundiertere Basis sowohl in Theorie als auch Praxis wünschen. Ja, ich habe in erster Linie teilgenommen, weil es für meinen beruflichen Alltag von großer Relevanz ist und ich wollte die Gelegenheit unbedingt nutzen, hier noch mehr über dieses Thema zu erfahren, mit den Experten in diesem Gebiet zusammenzukommen und von ihren Erfahrungen zu profitieren. Also ich nehme an der Schulung teil, um mir einfach einen besseren Überblick zu verschaffen über das Thema und das Ganze auch in die Praxis eben zu bringen. In der Schulung habe ich gelernt, wie man Produktdaten effizient managt, sie zentral in einem Tool bündelt und diese für die Entwicklungsabteilung zugänglich macht.